bei meinem Partner MMOGA sind gerade alle PSN-Cards vergünstigt, also check das gerne mal ab. Das ist der erste Link in der Beschreibung. Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen FIFA 17 Trading-Tipp und heute haben wir eine richtig gute Methode am Start. Und falls ihr mehr Trading-Tipps haben wollt, auch vielleicht mit der Facecam, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ich möchte mich auch nochmal echt richtig heftig bedanken für 7000 Abonnenten. Das ist einfach nur unfassbar. Das ist eine Riesenzahl. Dankeschön wirklich an jeden Einzelnen. Danke, dass du mein Video schaust. Danke, dass du meinen Kanal abonniert hast. Vielen Dank einfach. Und ja, dann starten wir jetzt auch direkt rein mit dem Trading-Tipp. Und zwar seht ihr das Ganze schon hier bei der Liga Bancomer MX. Wieso das Ganze? Es gibt gerade eine Squad-Building-Challenge unter den Top-Partien und da braucht man eben diese Liga und deswegen sind die Spieler gestiegen. Ich zeige euch das Ganze mal. Wenn wir hier suchen für 450 Münzen, gibt es nur 3 Spieler. Das heißt, die Spieler kann man sich so leichter snipen, denn das weiß halt fast keiner oder keiner denkt damit, wenn er irgendeinen Spieler aus dieser Liga anbietet. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand die Bronze-Pack-Methode macht, dann stellt ihr den Spieler einfach für 200 Münzen rein, obwohl der aus dieser Liga ist und dann könnt ihr euch den eben für 200 Münzen ersnipen. Und ja, das ist grundsätzlich eigentlich auch schon das Prinzip dieser heutigen Trading-Methode. Ich werde jetzt versuchen, ein paar Spieler zu ersnipen. Was ich schon jetzt dazu sagen kann, wer eine gute Internetleitung hat, der hat auf jeden Fall mega Vorteile, denn man muss da richtig schnell sein. Ich habe vorhin innerhalb von einer Minute, glaube ich, 3 Spieler ersniped. Das ist auch ganz ordentlich und ja, ich werde jetzt einfach ein paar Spieler ersnipen und euch dann immer wieder mit reinholen, wenn ich einen Spieler ersniped habe. Das Gute an dieser Methode ist auf jeden Fall, dass sehr, sehr häufig Spieler reingestellt werden und hier waren wir leider zu langsam. Jungs, da läutet einfach wer mitten in der Aufnahme an. Wir sehen uns gleich. So, jetzt ist gerade Sushi gekommen, alles klar. Wir werden jetzt aber erstmal das Video fertig machen. Ich würde sagen, wir snipen uns einfach einen Spieler. Ihr wisst ja, denke ich, eh schon, wie die Methode funktioniert. Jo, und da haben wir jetzt auch schon den Spieler bekommen für 350 Münzen. Das ist ein zentraler Mittelfeldspieler. Wir gehen auf den Preisvergleich und dann schaut, also ihr müsst dann einfach nachschauen beim Preisvergleich, was dieser Spieler wert ist. Ihr seht es hier, der ist 800 Münzen wert. 700, ja, für 700 Münzen können wir den reinstellen. Ich würde sagen, wir machen 650, dass er sich auch schnell verkauft. Das ist ein Gewinn von ca. 300 Münzen pro Spieler. Ihr müsst natürlich auch noch die EA-Gebühren abziehen, aber das ist eine sehr, sehr leichte Methode und ihr könnt da wirklich schnell Coins machen. Wichtig ist eben, dass eure Internetleitung halbwegs okay ist, also mit einer Bambusleitung solltet ihr das nicht versuchen. Und ja, Freunde, dann war es das eigentlich auch schon mit dem Trading-Tipp. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr öfter die Facecam haben wollt, schreibt mir das gerne in die Kommentare und checkt auch gerne noch den ersten Link in der Beschreibung ab. Dort gibt es die PSN-Cards vergünstigt, also da könnt ihr euch ein paar Geld sparen. Alles klar, ich wollte sagen ein paar Coins, aber PSN-Cards zahlt man nicht mit Coins. Bipapo, Cut. Ja, Freunde, das war's mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bedanke mich auch nochmal für 7000 Abonnenten. Unfassbar, was ihr hier abliefert in letzter Zeit. Dann sage ich auch schon wie immer, ciao, Leute. FIFA Stars.